Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Johnny's World. Heute mit dem Lego-Set 21310, dem alten Angelshop aus der Ideas-Serie. Ja, manche von euch mögen jetzt ein wenig überrascht sein. Wie jetzt? Echtes Lego? Der macht doch sonst immer nur irgendwelche Fake-Sachen, ja? Zwischendurch muss ich auch mal was aus echtem Lego bauen, sonst verliere ich nämlich das Gefühl dafür, wie sich das Echte anfühlt und kann euch dann hier keine vernünftigen Auskünfte mehr geben, wie gut oder schlecht andere Hersteller sind. Und deswegen hat mir meine Frau zum Geburtstag hier dieses fantastische Set hier geschenkt. Danke, Schatz. Ja, und zwar ist das aus der Ideas-Serie, die Nummer 18, mit 2049 Teilen. Ein schön großes Set und liegt bei 149 Euro Listenpreis. Und das ist ein verdammt guter Preis für dieses Teil hier. Da kann man sich mal ausnahmsweise nicht beschweren. Gibt es auch von Leppin, liegt dann etwas über 60, ich glaube 65 Euro oder sowas. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei der Preisgestaltung kann man ausnahmsweise mal kaum meckern. Ja, außerdem geschenkter Gaul und so. Deswegen werden wir uns jetzt mal anschauen, was hier dieses tolle Ideas-Set zu bieten hat. Ja, diesmal haben wir mal ganz im Gegensatz zu unseren anderen Sets, die ja meist nicht in Originalverpackung sind, auch mal einen Karton zum Angucken. Und da haben wir hier vorne drauf halt wirklich schön gestaltet einmal das Set an sich und dann hier schön in dieser Strandhüttenoptik der ganze Karton gehalten, dieses verwitterte Grün, in der eigentlich auch dann im Original, will ich mal sagen, der Shop sein würde. Na, hier haben wir einfach nur die ganzen verschiedenen Teile, die drin sind. Hier die verschiedenen Minifiguren. Hier zwei kleine Szenen. Und hinten drauf, da geht es nochmal richtig zur Sache, weil da sind so ein paar schöne Einblicke in das Innenleben des Sets und das ist wirklich toll. Da haben sie sich richtig was einfallen lassen. Ne? Das macht richtig Spaß. Ja, ansonsten wird hier noch ein bisschen erklärt, was es mit Ideas auf sich hat. Aber gut, das brauche ich euch nicht erklären, das wisst ihr eh alle selber. Ja, dann wollen wir mal schauen, wo geht das Stück auf hier. Ah, da brauche ich ein Messer. Da hat er ein Messer. Oben auf haben wir hier die 32x32 Baseplate, auf der wir das Ganze aufbauen. Dann haben wir hier die Bauanleitung mit dem Stickerbogen. Da gibt es auch, wenn mich nicht alles täuscht, beim Steinedrucker ein ganz tolles Set, um das hier quasi zu ersetzen. Ja, und dann halt hier, wie wir es mittlerweile von Lego kennen, schön Bauschnitt, im Bauabschnitt sortiert, die jeweiligen Tüten dazu. Ja. Und dann wollen wir uns mal die Bauanleitung anschauen. Ja, hier haben wir den Wälzer. Ne, zuerst einmal hier die Aufkleber. Was haben wir hier? Opening Time, Local Hero, ja, Zeitung. Sehr schön. Und dann hier die Bauanleitung an sich. Ja, und die ist außen quer, aber dann doch im normalen Format zu lesen. Ist hier Leim gebunden. Rückseite nochmal, do you like this Lego Ideas Set? Ja, sonst hätte ich es wahrscheinlich nicht des Öfteren bei meiner Frau erwähnt und dann geschenkt bekommen. Dann haben wir hier im vorderen Bereich, was ja bei Lego immer sehr schön ist, so ein bisschen Vorgeplänkel. Ja, dann hier ne, Bedienungsanleitung zu Lego. Ja, und dann haben wir hier die verschiedenen Bausteps. Ja, wie viele Tüten wohin führen. Insgesamt haben wir... Na, oh, das ist dick. 267 Seiten Bauspaß vor uns. Ja, dann wollen wir mal hier unsere Tüten auseinandersortieren und den ersten Baustep dann auf die Tellerchen packen. So, der erste Bauabschnitt sind drei Tüten. Ich habe jetzt hier vier, weil in der Tüte war nochmal eine Tüte drin. Tüte in Tüte, immer gut. So wie ich das hier so sehe, sind auch mindestens vier Minifiguren dabei. Jedenfalls sehe ich vier Köpfe. Ja, und die werden wir dann jetzt hier auch gleich in dem ersten Bauschritt dann bauen. Ja, der erste Bauschnitt soll uns dann hier hinbringen mit den Teilen.
Ich bin gespannt. Fangen wir erstmal mit den Minifiguren an. Ja, das mit den Minifiguren hat mich jetzt ein Stück weit irritiert, weil die waren hier auf alle vier Teller verteilt. Ja, anstatt die irgendwie zusammen in einem Beutelchen zum Beispiel damit beizupacken oder so, waren hier zwei Köpfe, da zwei Köpfe, irgendwie hier zwei Oberkörper, da ein paar Beine und da auch ein paar Beine. Also quer durcheinander, macht gar keinen Sinn. Egal, wahrscheinlich fängt da einfach schon der Bauspaß mit dem Suchen an. Jetzt haben wir hier unsere vier Minifiguren. Ja, da haben wir einmal hier so einen Angler, schön mit einer Warthose, würde ich jetzt mal sagen. Ein sehr schöner Druck, sehr detailliert. Auch ein ganz tolles Gesicht hier. Ja, Koteletten, tse, wie kann man nur. Dann haben wir hier, ich denke mal, das wird Anton sein, mit seinem Zopfmuster-Pullover. Wie nennt man sowas? Norweger-Pulli? Ich glaube, ja. Ja, schöner Kapitänsmütze. Ja, wirklich sehr schöne Drucke. Ja, auch von hinten. Ja, sehr schön gemacht. Ja. Sieht toll aus. Genau das gleiche hier bei unserer Angeldame. Ach ja, und was man hier halt sieht, ne, die bei der Dame und hier bei dem Angler in der Warthose, das sind nicht untenrum gedruckte Beine, sondern die sind aus zwei verschiedenen farbigen Kunststoffen gemacht. Ne. Das ist eine Sache, die wir so bei den Chinesen natürlich nicht haben. Ja. Und dann haben wir hier noch unseren Junior, ganz klassisch, Basecape, Hoodie. Ja, auch sehr schön. Wir sind jetzt auf Seite 30. So sieht das Ganze bisher aus. Und lässt sich natürlich, ja, wer hätte es gedacht, sehr gut bauen. Ja, ich meine, wir sind hier ausnahmsweise mal im Original unterwegs. Interessant ist übrigens hier, bei Lego sind hier diese Hinges schon immer direkt zusammengebaut. Die sind ja bei den ganzen Chinesen immer in Einzelteilen. Das erklärt zum Beispiel dann hinter die Teildifferenzen, jedenfalls zum Teil. Ja. Ansonsten geht's gut voran, macht eine Menge Spaß. Ja, wir haben hier schon das erste kleine Gimmick verbaut hier, die Spinnennetze mit der Spinne drinne. Ja, dass man ein bisschen unten was zu gucken hat. Und ansonsten haben wir ja auch schon mal einmal grob das Fundament abgesteckt. Ja, so sieht das Ganze jetzt hier nach dem ersten Bauabschnitt aus. Ja, also das Grundgerüst steht quasi jetzt. Ja, das ist, was übergeblieben ist hier nach dem ersten Bauabschnitt. Und ja, hier der Teiletrenner, der ist in der ersten Tüte quasi drinne. Hat einer von euch das Ganze vielleicht schon von Lapin aufgebaut? Dann sagt mir doch mal, wo da der Teiletrenner ist. Ich würde ja fast drauf wetten in Tüte 7. Aber ist nur so eine Vermutung. So, jetzt kommen wir zu Bauabschnitt 2. Das waren zwei Tüten, wobei wieder hier in der Tüte nochmal zwei Tüten drinne waren. Das scheint irgendwie bei Lego so ein Running Gag zu sein. Sodass wir insgesamt hier auf vier Tellerchen kommen. Plus hier die paar Platten, die waren auch hier mit bei. Ja, und das ist das gesetzte Ziel. Das ist der Ist-Zustand. Dann wollen wir den mal dem da anpassen. Ja, hier haben wir das erste Mal halt so mit dieser liebevollen Gestaltung bei diesem Set zu tun. Hier die Holzplanken, schön in verschiedenen Farben, mal mit Maserung, mal Uni, ne, aus den Fliesen gemacht. Übrigens bedruckte Fliesen. Ja. Sehr schön. Gefällt mir wirklich gut. Ja, und hier unten geht es auch langsam weiter. Aber da kommt noch einiges. Also ich liebäugel ja schon seit langem mit diesem Set, weil ich das einfach optisch für wahnsinnig gelungen halte. Und ja, das muss ich ganz ehrlich sagen, es ist es auch. Also wirklich hier dieses abgerockte, verschiedenfarbige Steine, ein bisschen Klinker, dann mal wieder Holz. Richtig schön gemacht. Also gefällt mir sehr gut. Wir haben jetzt hier quasi den Eingangsbereich, der für den Angelladen, wo hier unten was steht. Dann gehen wir hier die Treppe hinterher hoch und hier ist der eigentliche Verkaufsraum. Ja, und hier kommt dann der Turm hinterher drauf. Ja, man sieht es hier so ein bisschen. Ja, und jetzt bauen wir hier den Bereich weiter. Den zweiten Bauschritt haben wir auch fertig. Ja, man sieht schon langsam, es wird. Und was sehr erfreulich ist, großer Unterschied zu den Lapin Baseplates, die hier pelzt kaum auf. Das ist nur so ganz leicht. Na gut, sie ist allerdings auch nicht großflächig gefliest. Ja, ich kann es jetzt nicht sagen, wie es beim Lapin-Nachbau hinterher wird. Vielleicht hole ich mir den ja nochmal, baue den auch und dann kann man es direkt vergleichen. Mal schauen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher und schlüssig. Ja.
Auf alle Fälle sind wir jetzt hier mit den ersten beiden Bauschritten durch und kommen jetzt hier zu dem dritten Bauschritt. Aber den machen wir im zweiten Teil, weil hier an dieser Stelle ist dieses Filmchen jetzt erstmal zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch bisher gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen oben da. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt, vor allem wie es hier weitergeht, dann abonniert mich. Drückt auch auf die Bimmel, dann kriegt ihr mit, wenn ich was Neues hochlade. Und ansonsten bleibt mir nur noch euch einen schönen Tag zu wünschen. Bis bald. Tschüss.